Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Play World of Warships und hier mit der ersten Ausgabe von einem Premium-Schiff und zwar dem Tier 8 Kreuzer, beziehungsweise Entschuldigung, Tier 7 ist es natürlich, Tier 7 Kreuzer der Atlanta von den USA. Dieses Schiff sollte etwas Schaden und Spaß versprechen, dementsprechend klicken wir mal rein. Ich bin schon gespannt und ich hoffe, dass das Matchmaking einigermaßen schnell ist. Wenn es zu lange dauert, werde ich natürlich kurz unterbrechen und dann im Gefecht für euch starten. Aber wir geben dem Ganzen einfach mal noch 10, 15 Gedenksekunden. Wobei im Matchmaker selber gerade nicht so viele Schiffe sind. Deswegen werde ich wohl jetzt eine kleine Unterbrechung machen. Wie gesagt, geht gleich im Gefecht weiter. So, der Matchmaker war gnädig und wir sind hier Top-Tier. Von dem her sollte das doch eine angenehme, hoffentlich vernünftige Runde werden. Versprechen tue ich natürlich nichts. Ich habe gerade irgendwas gedrückt, ich weiß aber gar nicht mal, was das bedeutet. Sei es drum. Ach, ich weiß es, der hat den Perk für die Anti-Air. Das heißt, dass man eine gewisse Zeit noch schneller auf anfliegende Flugzeuge schießt. Eigentlich eine schöne Sache, wenn man sie denn nicht so wastet wie ich gerade, aber egal. Es geht ja hier um das Schiff erstmal per se. Und es sind definitiv ein paar Kanonen am Start, ein paar Torpedos haben wir auch. Nachladezeit. 6 Sekunden, das geht. Und Reichweite 11 Kilometer, das könnte natürlich ein bisschen mehr sein. Aber wir haben hier kein Schlachtschiff, sondern ein Kreuzer. Dafür ist das so. So, 3 Minuten hat der Perk Reload. Werde ich euch bestimmt auch nochmal demonstrieren können, hoffe ich doch. Geschwindigkeit 32 Knoten. Natürlich muss ich jetzt auf die Schlachtschiffe ein bisschen aufpassen. Weil, wie gesagt, die kommen rüber. So wie unsere Schlachtschiffe auch darüber kommen. Wir scheinen aber noch nicht gespottet zu sein, weil es fliegt hier noch nichts in unsere Richtung. Das ist schon mal positiv. Ich werde mal erst in die Meerenge hier drüben fahren, da wo auch die Mogami und die Cleveland und die Pensacola sind. Also auch entgegen dem, wo die gegnerischen Schlachtschiffe hinfahren, auf die habe ich nämlich noch wenig Lust. 1, 2 dürfen es sein, aber zu viele ist definitiv nicht cool. Die Fuso ist auch schon ganz schön angeschlagen, also die hat schon ordentlich getroffen. In der Enge, da erwartet uns jetzt ein Zerstörer, so wie es scheint. Die Fuso ist, wie gesagt, schon sehr, sehr betröppelt. Pensacola geht noch, aber Fuso kriegt jetzt nochmal hier einige Hits. Und die Torpedos, da kommen noch welche nach. Oh, ich glaube, die macht es nicht mehr lang. Nochmal einer. Wahnsinn. Ja, das war nicht das Gefecht der Fuso. Flutet, glaube ich. Ja, und ist jetzt auch damit raus. Noch einen Tick, dann war's das. Das war ein schnelles Game. So, aber jetzt nichtsdestotrotz, wir stürzen uns jetzt auch mal endlich ins Getümmel. Schiff ist schon auf Anschlag. Schneller geht's de facto nicht.
vieles noch nicht gespottet, beziehungsweise noch gar nicht gesehen. Oh, da drüben der Zerstörer. Mozuki. Gesundheit, würde man schon fast sagen wollen. Mozuki kommt hier nach. Wir feuern da jetzt einfach mal blind drüber. Vielleicht kommt es ja so raus, dass wir dementsprechend drauf hitten können. Oh, oder auch nicht. Ich glaube, das wird nichts mehr mit drauf hitten. Dann gehen wir jetzt auf die Mogami. Schneller Reload. Wir laden direkt auf AP um. Leider die Bänke noch nicht durchgeladen. Aber sei es drum. Wenn sie jetzt hier rauskommt, dann kriegt sie gleich mal ein paar Hits ab. Oh, die kommen doch gut. Oh, schön. Die fliegen ja wirklich super gut. Hat aber mich jetzt auch noch mit der letzten Salve nochmal so getroffen, dass ich dementsprechend doch noch was abbekommen habe. So, jetzt könnte man gucken, wo der gegnerische Flugzeugträger ist. Auf jeden Fall schon mal zwei Zitadellentreffer gemacht. Und da ist er offen. Auf den werde ich jetzt auch definitiv mal gehen. Und werde auch meinen Perk mal bereithalten. Vielleicht kann ich euch dementsprechend mal demonstrieren, wie schnell man dann die Flugzeuge vom Himmel holen kann. Aber erstmal dahin kommen, weil es sind natürlich noch lange 15 Kilometer. Und von rechts kommt die Pensacola. Beziehungsweise die Cleveland, muss man ja eher sehen. Sind noch ganze 11 Kilometer zur Cleveland. Also nicht mehr so weit. Will dementsprechend logischerweise den Flugzeugträger unterstützen. Aber wir decken hier einfach mal den ganzen schon mit Schüssen ein. Die Reload-Zeit erlaubt es. Leider alle ein bisschen daneben. Ah, da hat doch dann einer getroffen. Dankenswerterweise. Aber jetzt ist der Flugzeugträger dran. Die Schüsse fliegen natürlich traumhaft. Der Flugzeugträger hat hier jetzt wenig Chancen. Der arme Hund, muss man schon fast sagen. Also die Schüsse sind brutal schnell im Reload. Sehr, sehr genau. Das ist natürlich richtig nice. Und nochmal ein Zitadellentreffer und weggemacht. Base Capture jetzt auch. Schnelle Runde mit deutlich Schaden. Auch wenn sie sehr flink jetzt dann am Ende zu Ende war. Man hat doch durch diese Treffer gesehen, mit 42.000 Schaden in so kurzer Zeit, dass dieses Schiff dementsprechend doch Potenzial hat und für einen Premium wirklich sehr beachtlich ist. Ja, dann hoffe ich doch, dass es euch gefallen hat, weil ich glaube, ich habe alles dafür getan, dass wir den Sieg hier einfahren, und würde mich über ein Abo und sowie Comments freuen. Deswegen lasst es da. Bis bald, euer Alcaramba.